Neue Abenteuer mit Sonic, Tails, Knuckles, Amy und Styx. Wir beginnen mit der tiefen Teergrube hier in Welt 3 noch immer. Was? Amy hat irgendwas gesagt? Quatsch mir nicht dazwischen, Mädel. Müssten aber bald Welt 4 erreichen, deswegen, ich bin schon gespannt. Dürfte heute der Fall sein, wir haben schon vieles gehabt in Welt 3. Das Rennen, wir hatten mal wieder ein U-Boot-Level im letzten Part, ein Boss in der Tat, deswegen kann ja nicht mehr viel auf uns warten hier. Aber erstmal ein fetter Level, die Tiefe, nee, was? Tiefseegrube? Kann ich hier wirklich, sieht aus, als würde er schwimmen, aber Sonic schwimmt nicht, ist das klar? Niemals würde er sowas tun. Des Weiteren wollte ich mal wieder bei Amy und Co. vorbeischauen. Können die Items ja immer mal wieder abgeben. Und besseren Stuff bekommen. Das hätte schon was für sich. Na, muss man mal sehen zu gegebener Zeit. Genießen wir zum wahrscheinlich letzten Mal im großen Rahmen hier den urzeitlichen Dschungel voller Dino-Skelette und so weiter und so fort. Eigentlich voll fies. Die ganze Zeit zerstören wir Dino-Eier. Da zum Beispiel. Das ist schon übel, so ein kleines bisschen, ne? Au! Wow! Ich hab noch rechtzeitig geschaltet. So, da können wir zurück. Ich glaube, ich sollte das auch tun. Um hier was abzusahnen, aber das war... Das ist einfach nur, um zu entkommen. Na gut. Hatte auf ein bisschen mehr gehofft. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? Dann Triceratops. Oder Triceratops, wie auch immer die Betonung richtig ist bei diesem Dino. Ich war früher als Kind ein richtiger Dino-Fan. Ich habe gerne Figuren gesammelt hier. Schleich. Oder sind es Schleichfiguren gewesen? Von Schleich hatte ich auf jeden Fall die Schlümpfe, jede Menge. Habe auch irgendwann vor einem Jahr oder zwei angefangen, Tierfiguren zu sammeln. Inzwischen aufgehört, weil es wurde mir dann doch ein bisschen nahm überhand. Aber als Kind, da hatte ich ein Fable für Dinos. Ganz viele verschiedene Figuren hatte ich. Oder besser gesagt, habe ich, denn die sind noch im Keller. Die mal versucht zu verhökern. Habe ich in Darmstadt im Herrengarten dahingesetzt. Preisschilder an jeden Dino gemacht und wollte die loswerden, als ich so 13 war oder was. Nun, keiner ist weggegangen und alle haben noch ihre Preisschilder dran. Also wenn ihr Dinos billig kaufen wollt, dann... Ja, so 1,50 Mark oder so pro Dino. Nee, Quatsch. Alles gut, ist nur Spaß. Was mache ich denn hier? Ich bin ein bisschen orientierungslos in diesem Level. Ich gehe einfach mal. So oft nehme ich Rücksicht auf alles, was es hier gibt. Ja, aber da war ich doch schon mal, ne? Ein Level der dritten Welt nennt sich Labyrinth oder irgendwas mit Labyrinth. Trifft eher auf das hier zu. Hier war ich definitiv schon. Ich muss mal einen anderen Weg gehen. Links lang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es richtig ist. Da kommen wir doch bestimmt her. Hä? Warte. Das kommt mir zwar bekannt vor, aber es ist doch nicht das, was ich denke. Auf jeden Fall sind wir zurückgegangen. Prost, Mahlzeit. Darf ich nach unten? Ist da was? Hier ist etwas. Oder waren das die geschmolzenen Blöcke? So, da sind wir nach oben gegangen. Dabei müssen wir einfach unten weiter, ganz normal weiter tackeln. Ja, okay, okay. Okli dokli. Aber man kann schon wieder sagen, dass es für 3DS-Verhältnisse recht hübsch aussieht hier. Warum sollte ich das wegburnen? Kann uns eh nicht erreichen. Goodie! Ist mir aufgefallen, dass wir ziemlich selten Styx einsetzen und auch Knuckles zwar nur in dem Level, in dem wir ihn zum ersten Mal steuern durften. Wirklich dabei und wirklich verlangt. Klar, wir können ihn auch jetzt nehmen, ist ja alles kein Ding. Oh, dammit! Du voreiliger Typi! Oh yeah! Okay, hier war das. Ja! Gerade noch sowas. Kriege ich alle Drachenringe? Ja,
so schon mal nicht mit den verdammten Rücksetzpunkten in diesem Spiel. Aber hat noch gereicht. Was zum Teufel in Gottes Namen? Flip, bisschen Geduld. Los geht's. Let's get it hard in here. Kann es sein, dass ich diesmal ganz woanders bin? Oh Mann. Ich komme noch nicht mal da raus, wo ich eben abgedönert bin. Diese Ehre habe ich nicht mal. Es wird mir nicht mal zuteil gemacht. Ach, das ist ein... Okay, für Tails. Immerhin. Mal wieder einer verlangt. Einmal den. Und da stehe ich zu weit weg. So. Wird mit Schrott belohnt. Schrott für Sticks. Aber Tails kann doch damit bestimmt auch was anfangen. So eine Feder, hä? Unser Mechanik-Genie kann das irgendwo hin verbauen. Ich bin ziemlich sicher. Hey, 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 komm. Ein Turbo mitnehmen können. Mann. Ist das dein Ernst? Aber das ist auf einmal viel einfacher als in den ersten Leveln. Autsch. Die einzusammeln. Also Schwierigkeits... Alter, ich drücke jedes Mal und es zählt einfach nicht. Das sah bestimmt sehr grazil aus. Oh mein Gott, das war dieser Level. Allerdings weniger erfolgreich, von allem fehlt etwas. Was die 100% angeht, wie gesagt, müssen wir nochmal gucken. Zerbrochene Kristall haben wir zu 100% gelöst. Da war ich auch schon relativ stolz drauf. Hier haben wir gefrorene Spritzer. Was zum Teufel? Auch wieder ein Boot? Gucken wir uns das am besten einfach mal an. Was die da wollen. Alter, Luftkissenboot. Ja, das hatten wir ja schon mal. Okay. Gib halt Stoff. Da, 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 da. Zeit. Ah! Immer feste Truf. Jetzt haben wir das nicht eingesammelt. Na, egal. Angriff ist die beste Verteidigung. Augen zu und durch. Dabei sein ist alles. Vor dem Bett gehen die Hände waschen. Nee, vor dem Essen die Hände waschen und vor dem Bett gehen Zähne putzen. So ist das. Alter. Ja, da geht das nicht allzu lange noch gut. Schade. Also meine Kamikaze-Taktik. Weniger von Erfolg gekrönt. Probieren wir es direkt nochmal. Aber so halbwegs. Der Anfang ging ganz klar. Es ist halt komisch, man kann speeden mit R, aber trotzdem steuern mit vorne und hinten. Das bringt es ein bisschen durcheinander und lässt einem die Kontrolle ein bisschen flöten gehen lassen. Alter. Ja. So. Ob das noch reicht oder wir das noch damit gut machen können. War ja schon ein gravierender Fail dazwischen. Diese Steuerung ist wirklich... Also ich erzähle euch jetzt keinen Bullshit, ne? Oder ich wechsle zu oft zwischen Turbo. Und nochmal, ich wollte natürlich schnell nach vorne, aber... Ja. Man kann auch sagen, man hat das Gefühl nicht dafür. Diese Art von Minigame. Ihr müsstet mal dazu gleichzeitig sehen, wie ich auf dem Schiebepad versuche zu manövrieren und was in Wirklichkeit passiert auf dem Bildschirm. Ihr seht nur, was in Wirklichkeit passiert auf dem Bildschirm, aber es entspricht nicht hundertprozentig dem, was ich drücke, weil es halt wechselt zwischen Turbo und vorne, hinten und dies, das, Ananas. Was übrig bleibt, ist eine extrem schwammig wirkende Steuerung.
Aber ich kann auch immer gerne die Kritik bei mir selbst suchen. Alter. So. Das Ziel. Nix wie Dursch hier. Hä? Ach so. Da war die Karte, ich da eben. Ich bin nur über die Ziellinie. Warum hat's nicht funktioniert? Alles gut. An der Kotzgrenze, meine Leistung. Naja, gut. So, ich hoffe, dass sich gleich noch weitere Wolken offenbaren. Wird ja immer freier, die Karte. Prähistorische Wildnis. Oh, noch ein fetter Level. Es geht noch nicht raus hier, nein. Welt 3 ist echt riesig. Oder kommt mir das nur so vor? Weil es zwei Dschungel hintereinander waren. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Los geht's. Jo, Sonic, das mach mal. Und links ist erstmal... Wer weiß. Das. Okay. Es war gut, was ich gemacht habe. Es war keine Absicht, aber... Ich habe damit Schrott gefunden. Juhu. So. Das ist gar nicht schnell genug. Okay. Freeze. Am Anfang fand ich es noch ziemlich cool, diese Wasserfontänen, die man einfrieren kann. Overused, möchte man sagen. Kommt ein bisschen zu oft vor. Tja, übel, übel. Sprach der Dübel. Und verschwand. In der Wand. Allerhand. Meinte die Wand. Namens der Dübel. Übel. Gut. Nachdem wir das geklärt hätten. Hui. Ah, guck, da kann ich doch unten und ich will da auch unten lang. Graben mit Knuckles. Aha. Haben wir mal wieder die Ehre. Völlig außer Form, was das angeht. Was? Was ist das Graben, Junge? Ja! Alles Töfte. Komme ich wieder nach oben? Oder? Ja. Bin ich wieder nach oben? Sah auf jeden Fall bis hierhin ziemlich gut aus. Ich denke auch nicht, dass da unten großartig was ist. Das Klärchen. Naja, aber insgesamt das Leveldesign hat sich schon im Laufe des Spiels nochmals verbessert. Feier ich schon ein bisschen hart, ja. Leute, da geht's hoch. Wollen wir das riskieren? Irgendwie ja und irgendwie nein. So ist es gut, denn so soll es sein. Hey, schon jeden Schrott von Sticks zusammen. Hat sich so. Nicht wundern, das klingt so abwertend, ne? Ich meine es gar nicht so. Das heißt halt Schrott. Ich sag da jetzt Spiralen dazu oder Federn. Wobei Federn auch doppeldeutig sein kann. Alter! Gut, er hat auf mich geschossen. Zum Glück direkt am Checkpoint, oder? War so. Muss schon auf einiges achten immer. Ah! Dann habe ich es wohl nicht verdient. Habe ich ja wohl nicht verdient. Mhm. Garantiert wollen wir erstmal nach links und irgendein Item abholen. Hammer. Das ist ja auch heute echt der Hammer, du. Geht aber unten lang. Ups. Doch nicht überall.
dazu, wie was? Boomerang! Ja, kaum kritisiere ich's. Kommen Knuckles und Sticks just hier zum Einsatz. Na gut. Aber auch höchste Zeit, ich meine. Oder vielleicht wollten sie es relativ, also Anfang, Mitte des Spiels noch nicht so überstrapazieren. Das Charakter-Overusing. Sondern erst gegen Ende, so richtig. Erdschlund, machen wir doch glatt. Bonusraum, Erdschlund. Das klingt mal wieder so einladend, ne? Das ist... Ab in den Erdschlund. Aha, viel heller alles. Heller von Sinnen. Ich habe mich nur mittelmäßig erschrocken. So, mal sehen, ob wir mit Sonic hier durchkommen oder ob irgendwelche Special Abilities verlangt sind. Nice. Frozen. Ist klar! Ist klar! Ach, das sind Stacheln. Die siehst du auch nicht so eindeutig. Das war keine Absicht. Früher Sonic 1, ne? 2, 3. Stacheln waren sehr eindeutig zu erkennen. Ich habe auch immer die Ausrede hier mit dem ultra kleinen Bildschirm des 3DS. Was mir vor allen Dingen das Lesen erschwert. Das alles nur, um die bestmöglichste Videoqualität für euch rauszuholen. Ja. Es wäre nicht zocke, das Fenster richtig klein. Klingt zwar irgendwie, naja, gegenteilig, ne? Bestmöglichste Qualität, kleiner Bildschirm. Ich will aber einfach so, dass die Pixel, wie sie auf dem 3DS sind, exakt dieselben sind auf dem PC. Versteht ihr? Nicht gestretched oder so. Exakt die Pixel, die der 3DS anzeigt, auch an euch weitergegeben werden. Das ist der Plan dahinter. Und das funktioniert eigentlich tadellos. Okay, cool, der Level ist zu Ende. War ja ein bisschen kürzer, als ich zunächst gedacht hätte. Oh yeah. Gut. Hier gibt es ja nicht allzu viel Text. In dem Game. Ist auch okay. Was nun? Jetzt haben wir mal fertig damit Welt 3, oder? Da ist das Flugzeug. Aufi! Was könnte Welt 4 sein? Habt ihr... Was? Es geht nach da oben. Ah, ich kann... Trügerische Bucht. Ich kann wählen. Habe ich so viele Karten? Was ist denn die Donnerinsel? Scheinbar ist die was anderes. Da werden nämlich keine Sachen angezeigt. Wir gucken mal, was die Donnerinsel ist. Was extramäßiges, specialmäßiges. Ist das Dr. Eggmans? Okay. Also das ist nur Tails. Gut, dann mache ich das hier jetzt einfach mal. Robo-Rennen. Rennen veranstalten und betreten. Robo-Sonic, was zum Teufel? Flammen-Robo... Ach, das ist hier Burnbot. Burnbot aus der ersten Folge Sonic Boom. Ja, schon, da gab es, bevor die Serie startete auf Englisch, in den USA, schon so ein Teaser. Den hatte ich ja auch auf meinen Kanal hochgeladen gehabt. Und it's Burnbot. Claws, Claws, very painful Claws. Ich verstehe jetzt nur nicht, was das ist. Veranstalten, beitragen. Robosonic? Ist jetzt wirklich irgendwie mit Online-Modus oder was? Host auswählen. Ja, dass jetzt momentan noch nicht so viele haben, ist mir klar. Felsige Rennsche, Vaterfahrt. Das sind die, die wir schon hatten. Erzähl keinen Schrott. Auf Gegner warten. Ich glaube, da kann ich lange warten. Also gut. Wow, sehr interessant. Der Online-Modus von Sonic Boom, Feuer und Eis. Hier auf der Donnerinsel. Rennrobo. Na, kann die basteln für das Ragnium. Seht ihr das? Wir haben 280 Ragnium oder wie sie heißen.
Wir können auch noch Tails und Amy basteln und Knuckles und die anderen. Splinterangriff, Ringmagnet, Schildbelohnung. Da die unteren wahrscheinlich auch gelten für das Hauptgame, würde ich die mir natürlich aufsparen. Wahnsinn. So, jetzt möchte ich allerdings zurück und finde hier kein Flugzeug mehr. Das ist ein bisschen doof. Also das hier zählt gar nicht als Welt. Was ist bei euch kaputt? Was ist da los? Der Tails, ich möchte jetzt aber zurück, du. Da sehen wir die Karte. Okay. Dann geht's zur trügerischen Bucht. Ich habe erst türkische Bucht gelesen, aber auch gut. Was zum Teufel? Piraten-Style? Okay. Bisschen mittelalterlich. Ich habe da Kanonen gesehen und Fachwerkhäuser. Das ist ohne Frage bis jetzt der größte Riss. Vielleicht ist das Ihr Anführer. Warum machst du das? Ich kann mir die Zusammensetzung von dem Ding ansehen. Das könnte uns helfen, die Ursache dieser Risse festzustellen. Die sitzen zusammen? Ich verstehe wirklich nichts von Wissenschaft. Von dem neuen Element da drin geht ganz schön viel Strahlung aus. Eggman hat es Radnium genannt, als er Sonic entführt hat. Das kann in den falschen Händen sehr gefährlich sein. Und da ist noch mehr Radniumstrahlung. Und sie läuft weg! Sehr seltsam. Der Seltsamkeit nach! Mhm. Also, trügerischer Sumpf. Hab grad einen Schluck Wasser genommen. Verzeiht. Aber ich mag die Zwischensequenzen. Für mich auch mein Highlight an Sonic Boom Lyrics Aufstieg, die Zwischensequenzen. Ist halt so. Durch das Bug-Festival. Man wollte wenigstens die Story weiterverfolgen, aber dann hat sich herausgestellt, dass sie gar nicht mehr so... Ja, habe ich ja schon erwähnt. Ja, jetzt nochmal sagen. Na gut, jetzt habe ich schon angefangen drüber zu quatschen. Ist halt in Sonic Boom Lyrics Aufstieg für Wii U so gewesen, dass die Entwickler... Oh, zünde ihn doch mit Feuer an. Aha. Dass die Entwickler Big Red Button angefangen haben, was zu basteln, auch an der Story. Und mitten im Spiel sind die meisten Entwickler abgesprungen und Anfänger mussten das Spiel quasi zu Ende bringen, auch aufgrund, warum es so verbuggt ist. Das Paradebeispiel ist einfach diese leere, komische Stadt. Oh, verdammt. Und, ja, auch die Story. Scheinbar hatten die überhaupt keine Ahnung, wie die Story eigentlich ausgehen sollte. Dann wurde die einfach irgendwie zu Ende gebracht, was ich ziemlich behämmert fand. Man hat schon im Spiel auf der Wii U krassen Qualitätsabfall gemerkt. Mitte, Ende des Abenteuers. Bei 60-70% ging es auf einmal steil bergab. Mit Verlaub. Mit Verlaub hat Sansaru Games mit einem 2D-Sonic dann das leichtere losgezogen, muss man ganz ehrlich sagen. So. Ich hab's ja gesagt: Welt 1. Ein Dschungel. Nee, gar nicht mal wahr. Welt 2, ein Dschungel. Dann Welt 3, ein Dschungel. Und jetzt das. Sieht nämlich auch wie ein Dschungel oder ein riesiger Wald aus. Nicht wie eine Bucht. Aber kann sich ja noch ändern. Ist jetzt auch keine Kritik, ist nur eine Feststellung, ne? Hier gibt es scheinbar noch ein paar mehr Gimmicks, das ist gut. Das ist Sonic hier. Was sehr interessant ist, ist halt der Soundtrack. So, muss ich da reinspringen, oder? Ich bin automatisch drin. Hä? Das ist zwar echt nett von dir, aber... Danke. Geh weg! Er sammelt mich ein. Ich will ihn aber nicht. Haha! Auch wieder ein Federchen für Sticks. Was sind das für Flaschen? Liegt da rum? Ah, fuck! Ich will mich ja hängen gehen. Ja, klappt ja jetzt eh nicht mehr. Hä? Darf
Darf man das nicht einfach nochmal neu starten? Das ist total verwirrend gewesen gerade. Diese Fässer, mit denen komme ich noch nicht ganz klar. Zumal es auch eben gerade gar nicht da war. Das schleudert einen auch so Larifari raus. Ich denke hier so Donkey Kong Country Style. Nein. Einfach so blöd. Knuckles ist angesagt. Schwing dein Ding. Jo, 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 jo. Alter. Hab ich noch Ringe? Nein. Die landen zwar da, aber du hast keine Chance mehr dran zu kommen. Hauptsache er hat Spaß. Hauptsache er hat Spaß. Der Soundtrack ist aber schon ein bisschen gute Laune-Feeling. Muss man zugeben. Clever gemacht. Leichtes aus, was? Das gezählt? Nein? Was? So ähnliches haben wir ja schon gesehen in Sonic the Hedgehog 4, Episode 1. In dieser Möchtegern-Labyrinth-Zone. Guck mal, wir können es sogar beeinflussen. Nee, da geht es automatisch hoch. Guck mich hier um. Sieht, was? Und ich lande da! Ach komm. Leck mich doch in der Kniescheibe. Okay. Aha, Knochenhöhle. Es geht voll auf die Knochen mit der Zeit, du. Die Knochenhöhle also. Ja, also ich sehe einen Ring. Ich folge den Ring hier im Secret. Müssen wir ja nicht nach Secret suchen, oder? Alter. Ich hatte gedrückt. Ist egal, ich komme trotzdem klar. Ist kein Problem. Was? Oh, beeil dich. Spielen Sie hier etwa mit dem 3D-Effekt oder was soll der? Ich glaube, die Knöpfe an meinem 3D sind langsam im Arsch, ich meine. Eigentlich ja nicht, aber es kommt mir so vor. Es ist voll behindert, wenn du drückst und es passiert nichts. So. Besser. Speedo. So. Okay, schön. Also, wir haben ja hier kein Zeitlimit. Wobei ich aber gestehen muss, dass es irgendwie gut gepasst hätte, in diesen Bonusräumen wenigstens ein Zeitlimit einzupacken. Hätten sie gar nicht so specialmäßig abgrenzen müssen, wenn es dann eh einfach nur eine Jump-Run-Passage ist. Das ist meine Ansicht. Oder irgendwas immer so aufgabenmäßig. Besiege alle Gegner. Ach, eigentlich kann es mir ja Wumpe sein. Wir haben, was wir wollen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir dringend brauchen. Die Karten. Ich weiß zwar nie, wie viele wir brauchen, um weiterzukommen, aber offensichtlich kommt man nur mit denen in neue Level. Hat mir jetzt noch nie an denen gemangelt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sonic Boom, zerbrochener Kristall hat es da schon längst gemangelt mal. Das empfand ich wirklich als frustig, statt lustig. Sieht ein bisschen aus wie Mushroom Hill Zone, die Sonic schon mal Easter Egg-mäßig erwähnte. Und jetzt BAM! Speilung! Gefällt mir. Oh, fuck. Kannst du nicht bringen, Junge? Ist los und er bleibt irgendwie in der Luft hängen? Ist lustig, oder? Ja, ist schon special, dieses Projekt. Das ganze Projekt Sonic Boom. Schon sehr interessant. Wisst ihr, was das Allerschlimmste für mich ist? Die Entwickler Sanzaro Games meinen das ernst. So, warte. So.
Ach komm! Ich spuck einen, also. Bring doch mal ein bisschen Pfeffer dahinter. So, mehrfach doch. Manchmal müssen mehrere doch gleichzeitig brennen. Die da. Kriegen wir hin. Geklappt, ne? Läuft. Oh, diese Fässer regen mich auf. Wir haben schon viel gesehen, ne? Oh, da haben wir das Ziel. Relativ froh drum. Der Part ist auch lange geworden. Vielleicht könnt ihr das honorieren mit einem Daumen nach oben. Das bleibt euch überlassen. Fakt ist, diese neue vierte Welt. Gucken wir uns im nächsten Part weiter an. Ja, so machen wir das. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder am Start seid. Und vielleicht wird es dann doch ein bisschen buchtmäßiger oder wie auch immer. Also dann, Freunde, danke fürs Ansehen. Daumen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.